Sag mal, hast du nichts zu tun? Nein, nein. Was? Nein, ich finde Liebeserklärungen um die Mittagszeit immer etwas unpassend. Ja, natürlich, ich bin das Produkt meiner Mutter. Was? Ach, so ein Unsinn. Moment. Ich glaube, ich krieg Arbeit. Ciao. Fortsetzung. 13.45 Uhr. Die Zielpersonen verlassen das Hotel. Sie hatten wie immer Zimmer 21, telefonisch vorbestellt. Diesmal schon vor 12. Vorbestellt von der Frau. Ende. Ich bin Svenna. Sehen wir uns um 16 Uhr? Na gut. Und? Ich meine, war irgendwas? Hallo? Alles weggeschmissen. Nein, nicht alles. Das ist kein Artikel, das ist nur die Recherche. Warst du heute Morgen? Warst schon so früh weg? Ich habe dir noch gar nicht zum Geburtstag gratuliert. Mal, wieso hast du denn dein Handy nicht dabei? Ich hab's schon ein paar Mal versucht. Du bist vielleicht gut. Es gibt Situationen, da geht es einfach nicht. Also lass das Handy im Auto. Ach so. Ich wollte dir nur sagen, Hubert hat uns zum Geburtstag eingeladen. Nein, nicht schon wieder. Julia kocht miserabel. Das weiß Hubert auch. Wir treffen uns im Seeblick um 8 Uhr. Ja. Tschüss. Pass auf dich auf. Hallo, Bruderherz, hier ist Barbara. Wir kommen. Was? Nein, ich will nichts geschenkt. Du hast sowieso kein Talent zum Schenken. Ja, adieu. Und ich? Hab ich Talent? Na, wie findest du ihn? Gefällt er dir? Schön. Danke. Aber entschuldige, ich muss noch weg. Ich habe einen Termin. Ist das nicht ein bisschen wenig? Du hast kein Talent, dich zu bedanken. Ich schenke lieber. Aha. Was würdest du mir schenken?
heute. Meine Liebe. Ich liebe dich. Ich möchte nicht, dass du heute Abend dich wieder mit Barbara anlegst. Ja, ich werde mir Mühe geben. Aber es ändert nichts daran. Ich hasse deine Schwester. Ist denn Ihr Job nicht widerlich? Nein. Sie sind verletzt, böse, traurig. Sie können das nicht wie ein Dreckskübel über mir auskippen. Ja, meinen Sie? Ja, meine ich. Und? Würde es mir besser gehen, wenn ich das hier nicht wüsste? Ich weiß. Früher hat man die Boten mit den schlechten Nachrichten erschlagen. Lassen Sie uns Schluss machen. Hören wir auf. Ich denke, dass ich mir Schmerzen erspare, wenn ich den Menschen direkt zusehe. Der kindisch. Idiotie. Ich weiß. Ich kenne Ihre Artikel. Wer garantiert mir Ihre Verschwiegenheit? Niemand. Es gibt kein Gesetz dafür. Ich bekomme noch 5.000. Ich gebe Ihnen 10.000. Karl, was ist los? Es ist Freitag. Wo ist das Klavier? Unsere Anlage ist kaputt. Freddy fehlt uns, nicht die Anlage. Es gibt keine Lieder mehr. Freddy ist tot. Er ist vor 3 Wochen verstorben. Ganz plötzlich. Wieso haben wir nichts davon erfahren? Wir wollten... Also... Er hat Selbstmord begangen. Suchen Sie in Ruhe aus. Ich weiß schon, warum ich nicht gerne hierher komme. Ich verlange überhaupt nicht, dass du aufbleibst. Gut, wenn ich nach Hause komme und du schläfst schon, dann kann ich sicher aufwecken. Ja, ob ich dann noch mit dir schlafen will, das weiß ich nicht. Was ich hier mache? Ich beobachte ein bürgerliches Trauerspiel.
Nein, ich bleibe. Gute Nacht. Das Wahrheitsspiel haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Aber doch nicht hier. Ich spiele das sowieso nicht mehr mit. Früher haben wir uns noch erzählt, was wir tagsüber gemacht haben. Ja, von mir kannst du das immer noch wissen. Ich weiß schon, was du damit sagen willst. Ja? Weißt du das? Dass ich nichts mache. Dass ich der Parasit bin, der Schmarotzer, der seinem armen Mann deinem Bruder auf der Tasche liegt. Und du bist als Lehrerin ein vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft. Tut dir mir einen Gefallen? Ah ja, ich bin schon ruhig. Vielleicht sollten wir unsere Frauen tauschen. Ja, vielleicht wird es dann etwas ruhiger zwischen uns. Also ich muss nicht unbedingt mit meinem Bruder zusammenleben, ja? Du solltest wirklich nicht so schlechte Witze machen. Ich liebe meine Frau. Ich meine auch, Hubert. Warum starrst du mich so an? Ihr könnt schon aufhören. Es geht dir doch um ganz was anderes. Aha. Und worum geht's mir? Ich soll mich vor dir in den Staub werfen. Immer wieder, immer wieder. Erstaunlicherweise siehst du das ganz richtig. Julia, bitte. Komm, lass sie nur. Verzeih mir. Bitte. Sie hat mir mein Leben ruiniert. Das reicht doch wohl. Da muss sie sich nicht noch mehr mit lustig machen. Mein Mantel, bitte. Der rote da. Danke. Ich beobachte Sie schon die ganze Zeit. Was machen Sie eigentlich hier? Mir war nicht gut. Ich wollte mich etwas ausruhen. Ich bin schon weg. Also ich finde den Bereitschaftsdienst gut. Du wirst nicht dauernd von irgendetwas weggeholt. Du weißt, es kommt was und dann gehst du. Henry, falls du dich langweilst, kann ich dir Arbeit zumuten? Er könnte sich ja auch mit dem neuen Computer beschäftigen. Ja, Chris. Arbeit. Wo? Wir kommen. Ihr müsst mir noch einen Moment gedulden, ich bin noch nicht so weit. Lass dir Zeit, drängt dich niemand. Ein Schuss aus geringer Entfernung, ein paar Meter von da. Spuren werden wir gleich sichern. Die Nachbarn haben den Schuss gehört, aber ehe sie sich angezogen hatten, war alles vorbei. Gesehen haben sie nichts? Nein, ein Auto ist weggefahren. Der Schuss ging direkt ins Herz. Du musst gleich tot gewesen sein. Ihr Name ist Barbara Kranich. Ihr Mann ist nebenan. Ich habe ihm eine Spritze gegeben. Von Beruf Lehrerin, Gymnasiallehrerin. Ich gehe dann mal zu Ihnen. Ich muss aber hier rumgehen, Leo.
Abend. Mein Name ist Chris. Einer Ihrer Leute hat mich gerade gefragt, ob ich eine Waffe habe. Ich meine, was ist das für eine Frage? Meine Frau liegt da. Tot. Möchte Ihnen mein Beileid aussprechen. Herr Kranich, was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, was ist denn passiert? Beruhigen Sie sich doch. Nehmen Sie wieder Platz. Warum ist meine Frau tot? Sie waren doch dabei. Also helfen müssen Sie schon. Wir hatten uns gestritten. Ich wollte Sie gerade umarmen. Schauen Sie. Der Bruder der Toten ist da zusammen mit seiner Frau. Ich habe ihn angerufen, ich komme mit. Nein, Sie bleiben bitte hier. Wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Ja, das fragen wir uns auch. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Nein. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Arzt, Psychotherapeut. Ich arbeite mehr als Journalist. Wann haben Sie denn Ihre Schwester das letzte Mal gesehen? Vor ungefähr 3 Stunden. In einem Restaurant. Wir wollten meinen Geburtstag feiern. Wieso wollten? Herr Scholz. Das ist eine längere Geschichte. Ja. Macht es Ihnen was aus, das in unserem Präsidium zu erzählen? Nein. Aber vielleicht kann jemand von Ihnen meine Frau nach Hause bringen. Ich möchte nicht, dass sie unter diesen Umständen selber fährt. Ja, ja, natürlich. Aber Sie müssen doch wissen... Henry, kannst du mal bitte kommen? Also nochmal. Sie müssen doch wissen, was Sie nach dem Schuss gemacht haben. Mein Gott, was macht man da? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich mich über meine Frau geworfen. Ich weiß es nicht. Was man da macht. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Nein. Dass Sie Ihren Schwager gar nicht sehen wollten. Ja, jetzt fällt es mir auch auf. Guten Tag. Kommissar Kress, meine Frau. Ich werde Herrn Kommissar Kress zum Präsidium begleiten. Ich komme gleich wieder. Ich habe keine Angst. Wie geht es, Wolfgang? Ich weiß es nicht. Es wird nicht lange dauern. Mein Kollege wird Sie nach Hause bringen. Ja, danke. Mein Name ist Johnson. Ich bringe Sie nach Hause. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, was Sie beruflich machen. Wie bitte? Ich bin Teilhaber einer kleinen Anlagefirma. Entschuldigen Sie, was ist klein? Na klein. Was ist klein? Man wird Ihre Frau nicht so schnell freigeben für eine Beerdigung. Herr Kranich, möchten Sie Ihre Frau noch mal sehen? Nein. Ich kann nicht.
Würde es Ihnen was ausmachen, mir Ihre Schuhe zu geben? Was möchten Sie? Ihre Schuhe. Wir haben draußen frische Spuren gefunden. Wir möchten prüfen, ob die von Ihren Schuhen sind. Ich weiß, was mein Mann jetzt erzählt. Was erzählt er? Barbara und ich, wir haben eine extrem schwierige Beziehung. Hatten, muss ich ja sagen. Es war jedes Mal wie eine Explosion, wenn wir aneinander geraten sind. Und heute Abend war es wieder soweit. Also, vor 8 Jahren bin ich zu ihren Wagen gestiegen. Ich habe nicht gemerkt, dass sie angetrunken war. Sie hat mit mir einen schweren Unfall gebaut. Ich war schwanger. Von da ab konnte ich keine Kinder mehr bekommen. Warum erzählen Sie mir das? Weil es besser ist, wenn ich das erzähle, nicht nur mein Mann. Sie ist vor ihr auf die Knie gegangen und dann ist meine Frau aufgesprungen und zur Garderobe gelaufen und damit war alles vorbei. Wollten Sie das nicht wissen? Doch, doch. Und dann sind wir zusammen nach Hause, also meine Frau und ich. Chris hier, kann mal jemand kommen, bitte? Danke. Und dann? Sie sind also zusammen nach Hause gefahren? Der Unfall damals, der hat das Lebenskonzept meiner Frau total zerstört. Ja, Herr Scholz. Und zu Hause? Zu Hause ist jeder in seine Etage gegangen. Meine Frau wohnt oben und ich unten. Warum fragen Sie das? Wie würden Sie Ihr Verhältnis, also Ihr ganz persönliches Verhältnis zu Ihrer Schwester beschreiben? Es war sehr, sehr gut. Sie war im Grunde war sie liebenswürdig und warmherzig. Sie war meine kleine Schwester. Ich habe lange Zeit nach dem Unfall befürchtet, sie würde sich das Leben nehmen. Herr Scholz, es tut mir sehr leid mit dem Tod Ihrer Schwester. Das Leben hat keine Moral. Ich weiß. Wir werden nach dem Mörder suchen. Ja? Bringen Sie Herrn Scholz bitte nach unten. Sollen wir Sie nach Hause fahren? Nein, danke. Ich nehme ein Taxi. Ich komme zu Ihnen morgen Vormittag. Ich hoffe, ich sehe dann auch Ihre Frau. Sind Sie da? Ja. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir haben Spuren von ihm gefunden. Draußen. Von wem? Von Wolfgang Kranich. Fußspuren. Zu mir hat er gesagt, er wüsste nicht, was er gemacht hat. Und Julia Scholz ist ein Ausbund an Psychologie und Taktik. Wieso? Sie wollte nicht, dass wir die Geschichte nur von ihrem Mann erfahren. Die Geschichte mit dem Unfall? Ja, sie wollte vorbeugen. Hass, das ist doch ein Motiv. Die Hülse haben wir gefunden. Kaliber 9 mm Para. Die Waffe haben wir nicht entdeckt. Und du, Leo? Ich weiß überhaupt noch nichts. Muss das alles erstmal überschlafen. Und? Was hast du der Polizei erzählt? Barbara ist tot.
Was soll ich erzählen? Hast du ihr nicht erzählt, dass Wolfgang und ich seit Monaten ein Verhältnis haben? Sag mal, hältst du mich für blöd? Du lässt mir seit Wochen nachspionieren. War Barbara ihm im Weg? Er hat sie nie geliebt. Er war nur hinter ihrem Geld her. Ihr könnt ja dann nachkommen. Moment, Leo, ich bin noch nicht fertig. Also, das mit den Fußspuren von Kranich stimmt. Draußen. Aber da gibt's ja auch noch andere. Was? Eine Blutspur? Und wo habt ihr die gefunden? An der Terrassentür? Dann ist er ja doch noch hinterher rausgelaufen. Ja, Leo. Aber es ist noch nicht vorbei für Kranich. Riedmann hatte einen Anruf heute früh. Ach, Sie sind es. Wir müssen Sie noch mal sprechen. Ja, bitte, kommen Sie rein. Und Ihr Kollege? Der kommt gleich. Der erzählt gerade Hauptkommissar Kress, dass Sie eine Lebensversicherung über 1 Million auf Ihre Frau abgeschlossen haben. Ich verbitte mir eine derartige Unterstellung. Es gibt da keinen Zusammenhang. Sie wollten doch wissen, was der gerade macht. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass der Schuss auch mich hätte treffen können? Wir werden die Situation jetzt mal nachstellen. Was wollen Sie? Sie ist oben. Ah ja, danke. Ach, Entschuldigung, ich habe Sie gar nicht gefragt, wie es Ihnen geht. Schlimm. Wie soll es mir gehen? Inzwischen habe ich begriffen, dass Sie ein ziemlich bekannter Mann sind. Nicht nach außen, das verhindert schon das Pseudonym, unter dem ich veröffentliche. In der letzten Nacht habe ich einiges von Ihnen gelesen. Ah ja? Ja. Psychologie des Alltags. Ja. Ja, die Menschen brauchen das mehr und mehr. Sie finden sich nicht mehr zurecht. Ja. Ja. Wir sehen uns gleich. Ja. Ja? Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kress. Möchten Sie ablegen? Ja, danke. Bitte schön, kommen Sie. Bitte. Ich habe uns einen Tee gemacht. Oh, danke schön. Ihrem Mann geht es nicht besonders gut. Haben Sie oben eine eigene Küche? Ja, warum fragen Sie das? Ich wollte nur wissen, wie weit auseinander Sie leben. Tja, das ist schlimm mit dem Tod von Barbara. Was könnten wir damit zu tun haben? Wo soll ich anfangen? Ich kenne nur Ihren Mann, Sie, den Mann der Toten, Wolfgang Kranich. Nehmen Sie Milch? Nee, danke. Und das Schlimme ist, ich weiß auch nicht, wie ich anfangen soll. Wissen Sie, die Wahrheit macht meistens einen ziemlich weiten Bogen um mich herum. Hat mein Mann Ihnen nichts gesagt? Was soll er erzählt haben? Er verblüfft mich immer wieder. Ich habe seit Monaten eine Liebesbeziehung zu Wolfgang Kranich. Und mein Mann weiß das. Er lässt mich beobachten. Glauben Sie nicht, dass ich mich nur im Voraus vor Verdächtigungen schützen will? Ich glaube, Sie verstehen da was nicht richtig. Und das wäre? Wenn Ihr Mann mir was von der Liebesbeziehung gesagt hätte, hätte er Sie damit verdächtig gemacht. Und warum hat mein Mann Ihrer Meinung nach nichts gesagt? Von meinem Hass auf Barbara wissen Sie doch schon. Na, weil er sie liebt, wie er mir gestern Nacht gesagt hat. Er liebt sie. Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich, ja. Tja, jetzt sind Sie eingebrochen. Auf dem dünnen Eis. Ich möchte jetzt mit Ihnen nicht weiterreden. Bitte gehen Sie. Danke für den Tee. Eine Frage noch. Kann Ihr Mann das hören, wenn Sie mit dem Auto wegfahren? Fragen Sie ihn doch selber.
Passt. Sie müssen mich aber nicht begleiten. Das mache ich doch gerne. Ich war früher mal Hotelportier. Mhm. Tja, das ist eine schlimme Sache. Das kann man wohl sagen. Und Sie sind so traurig, dass Freddy tot ist, unser Klavierspieler. Aber gesehen oder gehört habe ich sonst nichts. Klar. Ja? Erlauben Sie bitte. Ja? Habe ich aufgeschrieben, eine Autonummer. Sowas macht man aber nicht. Die junge Frau in dem Auto war mir aufgefallen. Sie saß da in ihrem Wagen und starrte immerhin auf den Eingang. Mhm. Danke. Und? Was hat er dann gesagt, der Herr Scholz? Seine Frau wäre in der Nacht nicht mehr weggefahren, er hätte es sonst gehört. Damit sind wir wieder am Anfang. Ja. Und du? Ich traue Wolfgang Kranich nach wie vor nicht über den Weg. Seine beiden Partner in der Anlagefirma sind richtige Pleitegeier. Vorbestraft? Noch nicht, aber ganz nah dran. Du kannst ihn nicht leiden. Nein. Gut, dass ich im Restaurant war. Eine junge Dame kommt ins Spiel, Georgia Fenner. Und jetzt rate mal, was die vom Beruf ist. Privatdetektivin. Aha. Hubert Scholz hat nämlich seine Frau und Wolfgang Kranich beobachten lassen. Was du schon wieder alles weißt. Die beiden haben seit einiger Zeit ein inniges Verhältnis miteinander. Und was müssen wir jetzt denken? Das ergibt keinen Sinn. Gerd, die Georgia Fenner würde ich gerne kennenlernen. Ich hab's im Auto schon versucht, aber da geht keiner ans Telefon. Schreibe doch ein Briefchen. Ich glaube, er meint, ich soll sie holen. Wir waren nicht verabredet. Ich wusste, dass Sie kommen. Ich wusste, dass Sie oft hier sind. Aber überschätzen Sie das nicht. Wissen Sie, was passiert ist? Warum haben Sie mir 5000 Mark mehr gegeben, als ich verlangt habe? Ich weiß es nicht. Sie sollen nicht lügen. Haben Sie geglaubt, dass ich dafür Ihr Problem beseitige? Wollen Sie mich erpressen? Könnte ich das? Also, was wollen Sie? Ich will mit Ihnen schlafen. Das haben Sie schön gesagt, aber das kann ich nicht. Damit kommen Sie bei mir nicht durch. Also, was wollen Sie? Ich will mit Ihnen zusammen sein. Reden, verreisen, mit Ihnen leben. Vielleicht weggehen, irgendwohin. Ist das eine Liebeserklärung? Ich könnte durch meine Aussage die Aufklärung des Mordes steuern. Sie brauchen nichts zu steuern für mich. Wirklich nicht. So ist das immer mit ihr. Man weiß nicht, wann sie kommt. Man weiß nicht, wann sie geht. Wollen Sie auch einen? Nein, danke. Man braucht richtig gute Nerven bei ihr. Was machen Sie beruflich? Ich habe mich noch nicht entschieden. Du hast Besuch. Das sehe ich. Mein Chef möchte Sie gern kennenlernen. Und, wer ist Ihr Chef? Hauptkommissar Kress von der Mordkommission 2. Gleich? Gleich. Moment. Ja, so ist sie. Frau Fenner. Guten Tag, mein Name ist Kress, bitte. Wie war das nun gestern Abend? Ich saß in meinem Wagen und starrte auf das Restaurant. Naja, so oder so ähnlich wird der Wachmann das gesagt haben. Genauso hat er es gesagt. Und, was wollten Sie da? Ich meine, was war Ihr Auftrag von Herrn Scholz? Es gab keinen Auftrag mehr. Na, dann verstehe ich das nicht. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. So, Frau Fenner, dann fangen wir mal richtig an.
Haben Sie was dagegen, wenn ich Ihre Aussage auf Band aufnehme? Ja, ich habe was dagegen. Wenn es Sie interessiert hat, wie die Geschichte mit den beiden Paaren weitergeht, können wir davon ausgehen, dass Sie auch wissen, wer 2,5 Stunden später Barbara Kranich ermordet hat. Ich möchte, dass Sie dazu etwas sagen. Sie wissen, dass wir unter bestimmten Umständen solche Aussagen erzwingen können. Ja. Es gibt verschiedene Formen polizeilicher Drohungen. War das jetzt die Nummer mit der Beugehaft? Genau, die war das. Dann nehmen Sie mich doch fest. Nein? Keine von beiden? Tja. Auf Wiedersehen. Also erstens hat der Anwalt von Kranich vorhin schon bei der Versicherung angefragt, wann mit den Millionen zu rechnen sei. Und zweitens habe ich dir ein Profil der Anlagefirma angefertigt. Die sind pleite. Die brauchen dringend das Geld. Ich werde zu Wolfgang fahren. Was meinst du denn, wie es ihm jetzt geht? Du hast es ja nicht einmal fertiggebracht, nach ihm zu fragen, gestern Nacht. Und du? Ich konnte Barbara nicht ins Gesicht sehen. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich liebe dich. Dieser Satz wärmt nicht einmal mehr. So schlimm ist es. Und? Was soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Draußen ist diese Frau wieder. Ich habe sie ausbezahlt. Sie hat keinen Auftrag mehr. Julia. Glaubst du, ich kann jemals wieder mit Wolfgang ins Bett gehen? Glaubst du das? Nein. Das ist also wieso nichts anderes. Ich weiß. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist zu einer Beschwörungsformel geworden bei dir. Vielleicht wird ja doch wieder alles gut. Was wollen Sie denn schon wieder? Wir würden gern reinkommen. Ja, also bitte, dann kommen Sie. Danke. Gibt es schon einen Termin, wann ich meine Frau beerdigen kann? Leider nein. Kommen Sie. Kaffee oder sowas erwarten Sie wohl nicht? Nein.
Die Wahrheit hätten wir von Ihnen erwartet. Die Wahrheit. Sie hätten uns das sagen sollen. Was für eine Wahrheit? Dass Sie seit 4 Jahren eine Pistole besitzen. FN 9 mm. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tja, das glaube ich Ihnen gern. Trotzdem hätten wir sie gerne gesehen, die FN 9 mm. Vor 2 Jahren ist mir mein Wagen gestohlen worden. Das wissen wir. Und ja. Und im Handschuhfach lag immer die Pistole, die war dann auch weg. Habe ich das vergessen zu melden? Ja. Herrgott, wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass sie mir hier verschwunden ist aus dem Haus, würden Sie mir doch auch nicht glauben. Nein, jetzt nicht mehr. Würden Sie uns bitte aufs Präsidium begleiten? Wir fahren mit unserem Wagen. Ich verstehe das alles nicht. Ist mein Mann nicht da? Jedenfalls hebt er nicht ab. Wolfgang Kranich ist eben von der Polizei abgeholt worden. In Handschellen? Nein. Was wissen Sie eigentlich von all dem, was passiert ist? Das hat mich Ihr Mann auch schon gefragt. Und? Was wollen Sie von uns? Uns? Das ist gut. Also gut, von meinem Mann. Ich habe nicht die Absicht, darüber zu sprechen. Versuchen Sie es doch mal mit Geld. Er hat ziemlich viel Geld. Steigen Sie aus. Nein. Was wollen Sie? Ihren Mann. Sie kennen meinen Mann nicht. Sie kennen seine Intelligenz, seinen Charme, seine Arbeit. Seine Popularität. Aber Sie kennen ihn nicht. Ich bin Ihnen gestern Nacht nachgefahren.
So? Sind Sie das? Nehmen Sie Platz. Ich protestiere gegen diese Behandlung. Okay, Sie protestieren. Wollen Sie einen Rechtsanwalt? Wozu brauche ich einen Rechtsanwalt? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Also, was werfen Sie mir vor? Vielleicht geht es inzwischen gar nicht mehr nur um Sie. Sondern? Ich lasse gerade die Alibis Ihrer beiden Teilhaber überprüfen. Polizeilich unbekannt sind die beiden ja nicht. Ich finde nämlich, dass Sie es etwas eilig hatten. Mit der Million aus der Lebensversicherung Ihrer Frau. Jetzt sagen Sie mal was dazu. Ich habe denen gleich gesagt, es ist falsch, jetzt schon nach dem Geld zu fragen. Ist es auch. Einer Firma, die mit 2 Millionen in der Kreide steht. Und bei der nicht mehr überschaubar ist, was aus den Kundengeldern wurde. Es muss ja nicht sein, dass Sie selber geschossen haben. Und dann ist Ihre Pistole verschwunden. Eine FN 9mm Para. Das ist das Kaliber, mit dem Ihre Frau getötet worden ist. Ich weiß nicht, was Sie von uns denken, wenn Sie glauben, dass wir dem nicht nachgehen. Nach den beiden Einbrüchen damals in Ihr Haus hatten Sie die Genehmigung für diese Waffe. Aber lediglich im Haus. Und sonst nirgendwo. Auch nicht im Auto. Ich habe diese Waffe an Hubert und Julia Scholz verschenkt. Zu ihrem 10. Hochzeitstag. Sie haben bitte was? Weil sie so oft stritten, das war mehr ein Witz. Und eingebrochen worden ist er dann auch nicht mehr bei mir. Ja, Chris. Ja, aber bitte noch nicht zu mir. In das Zimmer nebenan. Ja, 212. Danke. Und Sie würden das vor Gericht beeiden, dass Sie die Waffe verschenkt haben? Ja. Haben Sie sich da keine Gedanken gemacht nach dem Mord an Ihrer Frau? Nein? Ihr macht jetzt bitte ein Protokoll mit Herrn Kranich. Dann besorgt ihr euch einen Durchsuchungsbefehl für das Haus von Scholz und sucht dort nach der Waffe. Danke. Tja, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Na schon gut. Wollen Sie sich setzen? Danke. Also, ich höre. Was wollen Sie von mir? Ich wollte wissen, wie weit Sie sind. Es interessiert mich. Das ist mir überhaupt noch nie vorgekommen. Tja, irgendwann ist es immer das erste Mal, auch nach so vielen Dienstjahren. Ja, was meinen Sie denn, was mir der Staatsanwalt erzählt, wenn ich Sie an unseren Ermittlungen teilnehmen lasse? Was glauben Sie, was Ihnen der Staatsanwalt erzählt, wenn Sie das Wissen einer Zeugin nicht ganz ausgeschöpft haben? Es hört sich ja wie eine Erpressung an. Ich kann Sie ja schlecht in Beugehaft nehmen. Also für mich bleibt die Frage, was wissen Sie? Was hat sich in der Nacht noch abgespielt? Ich möchte bei einer Gegenüberstellung dabei sein. Von wem? Von Julia und Hubert Scholz. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Albtraum. Ich weiß. Ich bin ein Albtraum. Thank you.
Jetzt sag was. Willst du mit reinkommen? Ich habe gesagt, dass ihr die Waffe habt. Was erwartest du von mir? Naja. Das ist wahr. Guten Tag, Herr Kollege von der Mordkommission. Dürfen wir reinkommen? Bitte. Ist Ihre Frau nicht da? Nein. Wir haben hier einen Durchsuchungsbefehl. Wir suchen nach einer Waffe, FN 9 mm. Sie ist da drüben in der kleinen Kommode in einer der Laden. Da ist nichts. Wir müssen weitersuchen. Die Durchsuchung müssen Sie über sich ergehen lassen. Ja, ich gehe zum Wagen. Wo werden Sie sich aufhalten? In meinem Arbeitszimmer. Bitte sehr. Gestatten Sie. Die Räume Ihrer Frau? Oben. Der Durchsuchungsbefehl bezieht sich auf das gesamte Haus. Ja, bitte. Wir haben natürlich ein gewisses Interesse daran, dass Sie und Ihr Mann sich nicht absprechen können. Das heißt, Sie verdächtigen mich nach wie vor. Wollen Sie leugnen, dass Sie und Ihr Mann die Waffe von Herrn Kranich geschenkt bekommen haben? Nein, warum sollte ich? Bis jetzt wissen Sie ja noch nicht mal, ob es die Mordwaffe ist. Wir werden sie finden. Was haben Sie jetzt vor? Ich werde veranlassen, dass von Ihren Händen und von denen von Ihrem Mann ein Nitrattest gemacht wird. Das heißt, wenn Sie oder Ihr Mann geschossen haben, werden wir Schmauchspuren an Ihren Händen finden. Ja. Herr Schulz ist hier. Bitte, Herr Schulz. Haben die Kollegen die Waffe gefunden? Nein. Hallo? Entschuldigung, Herr Kress, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Frau Schulz, damit das klar ist, die Regeln hier bestimme ich. Diese Frau will mir den Mord unterstellen. Ich habe nicht die Absicht. Soll ich Ihnen was erzählen? Sie hat sich in meinen Mann verliebt. Frau Finner? Man kann das auch Erpressung nennen, was sie versucht hat. Ich nenne das nicht Erpressung. Es hat Ihnen geschmeichelt, dass ich in Sie verliebt war. Frau Finner, sind Sie in der Nacht jemandem nachgefahren? Ja. Und was ist nun wirklich passiert?
Ich wollte meine Schwester nicht töten. Ich wollte Wolfgang Kran nicht erschießen. Hier ist mein Geständnis.